passiv investieren, sich mit der Marktrendite zufrieden geben. Klingt erstmal ziemlich langweilig. Weshalb du mit einem solchen passiven Portfolio aber vermutlich besser fährst als 90% all der Anleger, die durch aktives Investieren den Markt schlagen wollen, verrate ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Selina von Gerd Kommer Invest. Mit diesem Video möchte ich all diejenigen an die Hand nehmen, die sich einen kompakten Überblick über das Investieren mit ETFs verschaffen möchten. Ein gewisses Vorwissen solltest du trotzdem mitbringen, zumindest solltest du ungefähr wissen, was eine Aktie, eine Anleihe und ein ETF sind. Wenn du jetzt noch mit den Konzepten Rendite und Risiko etwas anfangen kannst, umso besser. Konkret schauen wir uns die wichtigsten Anlageformen an und beleuchten deren Rendite und Risiko. Dann befassen wir uns mit der Gretchenfrage des Investierens, will ich ein aktiver oder passiver Anleger sein? Und ich zeige dir, warum passives Investieren die überlegene Alternative zu aktiven Investmentansätzen ist. Zum Schluss gebe ich dir noch ein Kochrezept für ein passives Portfolio, bestehend aus nur 2 ETFs, mit auf den Weg. Einfacher geht es nicht mehr. Ein Hinweis noch vorab, dieses Video basiert auf einem ausführlichen Blogbeitrag. Dort steigen wir an der einen oder anderen Stelle noch tiefer ein. Wir haben dir den Blogbeitrag in der Videobeschreibung verlinkt. Die wesentlichen Inhalte fasse ich hier in diesem Video zusammen. So, jetzt aber zurück zum Thema. Starten wir mit der Frage, was sind Assetklassen? Assetklassen sind sachlogische Gruppierungen von Vermögenswerten, die sich in Bezug auf Rendite, Risiko und Liquidität relativ ähnlich sind. Klingt erstmal abstrakt, ist aber eigentlich ziemlich simpel. Die wichtigsten Assetklassen sind Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, Sammlerobjekte und Kryptowährungen. Das sind die Assetklassen, in die man als Privatanleger mit akzeptablem Aufwand und zu vertretbaren Kosten investieren kann. Bankguthaben ist, auch wenn man dies immer mal wieder hört, keine Assetklasse, sondern ein unbesichertes Darlehen an ein Kreditinstitut. Finanzprodukte wie kapitalbildende Versicherungen, offene Immobilienfonds, Private Equity, Hedgefonds, aktiv gemanagte Investmentfonds und auch ETFs sind ebenfalls keine eigenen Assetklassen, sondern lediglich Verpackungen für echte Assetklassen. Solche Hüllen sind nicht per se schlecht. Sie unterscheiden sich in erster Linie in ihrer Materialdicke. Hedgefonds sind dabei an einem Extrem des Spektrums anzusiedeln, dick und teuer. ETFs stehen am anderen Extrem und sind hauchzart und günstig. Bei vielen Finanzprodukten führt die Verpackung neben Kosten- und Transparenzverlust zu zusätzlichen Risiken, die die Assetklasse innerhalb des Finanzprodukts selbst gar nicht hat. Um für dich zu beantworten, in welche Assetklasse du investieren sollst, musst du für dich eine essentielle Frage klären. Welches Ziel verfolge ich mit dem Investieren? In der Regel wird die Antwort lauten, eine möglichst hohe Rendite bei möglichst geringem Risiko erzielen. Werfen wir deshalb einen Blick auf Rendite und Risiko unserer Hauptassetklassen. Was lässt sich aus der Tabelle ablesen? Zunächst fällt auf, dass die Zahlen vermutlich deutlich niedriger sind, als die meisten von uns annehmen würden. Ein Grund dafür ist, dass es sich hierbei um reale Renditen handelt, also Renditen nach Abzug von Inflation. Ein weiterer Grund ist, dass uns die Medien, das Internet und Ratgeberbücher im Allgemeinen eine überzogene Vorstellung von realistisch erzielbaren Renditen antrainiert haben. Die nackten Zahlen in der Tabelle sind das, was die Kapitalmärkte über die letzten 120 Jahre hergegeben haben, ohne illusionäre Fantasieperformance. Mit dieser Realität wird man sich wohl oder übel anfreunden müssen, ob man will oder nicht. Was aber auch klar wird, Aktien weisen die mit Abstand höchsten Renditen unter allen Assetklassen auf. Doppelt so hoch wie die von Immobilien, 2,5-mal so hoch wie die von langfristigen Staatsanleihen und unglaubliche 6-mal so hoch wie die von Gold und dem Sparbuch. Mit weitem Abstand sind kurzfristige Staatsanleihen die Assetklasse mit dem niedrigsten Risiko. Was lernen wir daraus? Wenn du aus deinem Geld die meiste Rendite herausholen möchtest, führt an Aktien für dich keinen Weg vorbei. Da die meisten Anleger mit den starken Schwankungen von Aktien jedoch nicht leben können oder möchten, sollte ein Aktieninvestment um eine weniger stark schwankende Beimischung ergänzt werden. Dafür eignen sich kurzfristige High-Quality-Anleihen oder ein verzinsliches Bankguthaben innerhalb der staatlichen Einlagensicherung am besten. Soviel zum Vorgeplänkel, jetzt geht's ans Eingemachte.
Wer sein Geld an der Börse in Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen anlegen möchte, wird früher oder später mit der Frage konfrontiert, ob ein aktiver oder passiver Investmentansatz sinnvoller ist. Doch was hat es mit aktivem und passivem Investieren überhaupt auf sich? Ein passiver Anleger kauft vereinfacht gesagt einfach den Markt. Das geht, indem ich einen oder mehrere ETFs kaufe. Ich erhalte am Ende des Tages die Marktrendite abzüglich der Kosten für das Investieren und bin somit auch den Marktschwankungen vollumfänglich ausgesetzt. Wie wir zuvor gesehen haben, sind im Aktienmarkt gut 5% Rendite pro Jahr nach Abzug von Inflation, aber vor Abzug von Steuern und Kosten erzielbar. Ein aktiver Investor hingegen gibt sich mit der Marktrendite nicht zufrieden und glaubt, dass es möglich sei, den Markt systematisch zu schlagen. Das kann ich zum Beispiel versuchen, indem ich entweder die Aktien kaufe, von denen ich glaube, dass sie besser laufen werden als der Markt, also Stockpicking betreibe, oder ich steige dann in den Markt ein, wenn er aus meiner Sicht am Boden ist und steige aus, wenn der Crash vor der Tür steht. Das nennt sich dann Market Timing. Aktives Investieren ist zwangsläufig immer eine Form von Stockpicking, Market Timing oder eine Mischung aus beiden. Wer an aktives Investieren glaubt und kein Do-it-yourself-Anleger sein will, der kann das gegen relativ hohe, offene und versteckte Gebühren an einen Fondsmanager, einen Vermögensverwalter oder eine Bank outsourcen. Wie gut das im Falle von bekannten aktiv gemanagten Fonds funktioniert, darüber haben wir einen eigenen Blogbeitrag geschrieben. Das Elend der Flaggschiff-Fondsanleger. Spoiler, the title says it all. Zurück zur Kernfrage. Warum passiv investieren? Die kurze Antwort ist, weil es rentabler ist. Das behaupte ich an dieser Stelle aber natürlich nicht nur, sondern das bestätigt die Wissenschaft. In den vergangenen rund 60 Jahren wurden buchstäblich Tausende von Studien veröffentlicht, die die statistische Überlegenheit von passivem Investieren belegt haben. Aus Sicht der etablierten Finanzbranche lässt sich mit aktiven Investieren deutlich mehr Geld verdienen. Wissenschaft hin oder her, da versteht sich das klassische Angebot der Finanzdienstleister von selbst. Auch für die traditionellen Medien und das Internet ist aktives Investieren lukrativer. Mit den abgedrehtesten Stories rund um aktives Investieren und Spekulieren lassen sich einfach höhere Klickraten erzielen. Von den Werbeeinnahmen durch die Anbieter aktiv gemanagter Finanzprodukte fange ich gar nicht erst an. Die wissenschaftlichen Belege dafür, dass passives aktivem Investieren überlegen ist, sind buchstäblich überwältigend. Damit du bei deiner nächsten Debatte etwas in der Hand hast, werfen wir einen Blick auf ein theoretisches und empirisches Argument aus der Wissenschaft. Lassen wir die Zahlen für sich sprechen. Das Stichwort lautet die Arithmetik aktiven Investierens. Die Arithmetik aktiven Investierens besagt, dass alle Anleger in Summe die Marktrendite erwirtschaften müssen, weil sie per Definition zusammen den Markt bilden. Das wiederum bedeutet, dass in einem gegebenen Zeitraum 50% aller investierten Geldbeträge eine Rendite unterhalb und die anderen 50% eine Rendite oberhalb der Marktrenditen erwirtschaften müssen. Dabei ist wichtig zu betonen, dass es hierbei um eine mathematische Notwendigkeit handelt, an der man nichts wegargumentieren kann. Dafür sind auch keine weiteren Annahmen über Kosten, Steuern und Zusammensetzung oder Verhalten von Marktteilnehmern notwendig. Das heißt, dass vor Kosten 50% aller aktiven Anleger den Markt schlagen und spiegelbildlich 50% den Markt unterperformen müssen. Ich unterstelle zudem, dass aktives Investieren höhere Kosten verursacht als passives Investieren. Daher muss der Anteil aktiver Anleger, die den Markt schlagen, zwischen 0 und 50% liegen. Damit liegt die rein statistische Wahrscheinlichkeit, den Markt outzuperformen, bei strikt unter 50%. Es ist also wahrscheinlicher, bei einem Münzwurf-Duell zu gewinnen, als den Markt zu schlagen. Um herauszufinden, wie hoch dieser Anteil in der Realität ausfällt, gehen wir gleich einen Schritt weiter und werfen einen Blick auf die Praxis. Outperformer zu identifizieren, funktioniert ähnlich zuverlässig wie eine Null beim Roulette zu landen. Diese Aussage fußt auf der Standard & Poor's Index vs. Active Studie oder kurz SPIVA. In dieser Studie wird die Performance aktiv gemanagter Fonds jeweils einer fairen passiven Benchmark gegenübergestellt, was Schlussfolgerungen über den Erfolg von aktiven Investieren über verschiedene Zeiträume und geografische Regionen zulässt. Aus der SPIVA-Studie lassen sich primär zwei Schlussfolgerungen ableiten. Erstens, Outperformers sind in der Minderheit.
Der Anteil aktiv gemanagter Fonds, die ihre passive Benchmark schlugen, lag in den letzten drei Jahren von 2019 bis 2021 im Durchschnitt über alle Regionen bei etwa 40% und über die letzten 20 Jahre von 2002 bis 2021 bei nur mehr rund 10%. Nun denkst du dir, dann investiere ich halt in diese Minderheit? Das bringt mich allerdings direkt zu zweitens. Outperformer bleiben selten Outperformer. Die Zusammensetzung der Liste an Fonds, die es schaffen, ihre Benchmark zu schlagen, ändert sich von Periode zu Periode mehr oder weniger zufällig. Von den besten 25% der untersuchten Aktienfonds im Jahr 2017 schafften es im Folgejahr 2018 lediglich 62% wieder unter den Top 25% zu landen. Im Jahr 2021, also drei Jahre später, sogar mit der Lupe kaum noch erkennbare 1,7%. Die beliebte Methode, nur in die Fonds zu investieren, die historisch besonders gut gelaufen sind, ist also zum Scheitern verurteilt. Und nicht zu vergessen, es gibt derzeit tausende Fonds in Deutschland. Viel Spaß bei der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich lasse diese mächtigen Erkenntnisse einfach mal so stehen. Du bist auf den Geschmack gekommen, hast Kohldampf auf dein eigenes Portfolio? Dann bleib dran. Ich habe mir zum Abschluss ein ganz besonderes Schmankerl für dich überlegt. Ein simples Kochrezept für ein lecker, saftiges, passives Portfolio, bestehend aus nur zwei ETFs. Passiv investieren ist simpel. Im Grunde musst du lediglich zwei Dinge tun. Erstens, die prozentuale Aufteilung deines Portfolios zwischen risikobehafteten und risikoarmen Portfolioteil festlegen. Zweitens, die beiden Portfolioteile mit konkreten ETFs befüllen. Das ist das aus der Wissenschaft abgeleitete Weltportfolio-Konzept von Gerd Kommer. Hier siehst du das Ganze nochmal auf einen Blick. Der risikobehaftete Portfolioteil ist als Renditemotor für die Erzeugung der Rendite zuständig, während der risikoarme bzw. risikofreie Portfolioteil als Sicherheitsanker dient. Wir nennen diese Zweiteilung die Level 1 Asset Allokation. Im Grunde sind alle Aufteilungen von 100% risikobehaftet, 0% risikoarm, ein 100-0 Portfolio, bis hin zu 0% risikobehaftet, 100% risikoarm, ein 0-100 Portfolio denkbar. Die Musik spielt aber in der Regel irgendwo dazwischen, da nur wenige Anleger die Randallokationen bevorzugen werden. Wo genau du dich auf dem risikobehafteten Risikoarmspektrum befindest, hängt grundsätzlich von vier Variablen ab. Deiner Renditeerwartung, deiner Risikotragfähigkeit, deinem Liquiditätsbedarf und deinem Anlagehorizont. Je stärker die Ausprägung dieser Variablen ist, desto risikobehafteter, also aggressiver, kannst du die Aufteilung deines Portfolios festlegen. Umgekehrt, falls diese Variablen weniger stark ausgeprägt sind, solltest du zunächst mit einer risikoärmeren, konservativeren Level 1 Asset Allokation beginnen. Die Variablen unterscheiden sich bei dir in ihrer Ausprägung voneinander? Tja, Pech. Nein, Spaß. Dann empfiehlt es sich, dass du dich zumindest anfänglich an der konservativsten unter ihnen orientierst und dann in den Jahren danach mit zunehmender Erfahrung graduelle Anpassungen vornimmst. Sobald du dich auf eine Level 1 Allokation festgelegt hast, musst du dich für konkrete ETFs entscheiden. In der Beratungspraxis nennen wir das die Level 2 Asset Allokation. Im einfachsten Fall reichen dafür jeweils ein ETF-Produkt für den risikobehafteten und eines für den risikoarmen Portfolioteil. Der ETF für den risikobehafteten Portfolioteil sollte den globalen Aktienmarkt möglichst lückenlos abbilden, während der risikoarme Teil ausschließlich Anleihen mit kurzer Restlaufzeit mit hoher Bonität in der Heimatwährung des Anlegers enthalten sollte, um seiner risikosenkenden Funktion auch gerecht zu werden. Wenn du wissen willst, mit welchen konkreten Produkten du das umsetzen kannst, dann wirf einen Blick auf unseren Blogbeitrag. Das Weltportfolio kann noch beliebig weiter verfeinert werden, zum Beispiel durch die Beimischung sogenannter Faktorprämien. Wir haben dazu erst vor kurzem ein Video veröffentlicht, das wir dir wie immer verlinkt haben. Wer nicht selbst Hand anlegen möchte, sollte einen Blick auf den Robo-Advisor von Gerd Kommer Capital oder die Vermögensverwaltung von Gerd Kommer Invest werfen, bei denen wir die Arbeit für Sie machen. Und ja, der vorhergehende Satz enthielt zwei Produktplatzierungen und Kapitalanlagen bergen Risiken. Sobald das Portfolio festgelegt und die ETFs gekauft wurden, solltest du in regelmäßigen Abständen sicherstellen, dass die gewünschte Level 1 Asset-Allokation auch über längere Zeiträume nicht zu stark von deiner gewählten Zielallokation abweicht. Der Hintergrund dafür sind Marktschwankungen, denen ein Portfolio, insbesondere der risikobehaftete Teil, jeden Tag ausgesetzt ist.
Die manuelle Rückführung hin zur Zielallokation nennt man Rebalancing. Auch dazu gibt es einen Blogbeitrag von uns. Ich hoffe, dir ist jetzt klar, warum das langweilige, passive Portfolio am Ende des Tages doch klüger ist als die aktive Jagd nach Rendite. Im besten Fall konnte ich dich mit diesem Video auf die gute Seite der Macht ziehen. Schreib uns gerne in die Kommentare, ob dir Basic-Videos wie dieses gefallen und zu welchen Themen du dir weitere wünschen würdest. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns ein Like, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du unser nächstes Video auf keinen Fall verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.